B1.4. Unter den Drachenvierecken ABNCDN gibt es die Drachenvierecke AB2CD2 und AB3CD3, bei denen die Eckpunkte B2 und B3 auf der x-Achse liegen. Bestimmen Sie die Koordinaten der Punkte B2 und B3. So, wichtigste Information, B2 und B3 sollen auf der x-Achse liegen. Ich habe jetzt hier nochmal die Grafik hinkopiert. Also im Prinzip, ja, mache ich es mit Farbe, sieht man vielleicht besser. Hier soll ein Punkt liegen und hier soll ein Punkt liegen. So, wir wissen ja, der Punkt B bzw. alle Punkte Bn liegen auf der Parabel. Wenn die Punkte B2 und B3 hier direkt auf der x-Achse liegen, dann folgt daraus, dass der y-Wert gleich 0 ist. Ja, wir sehen ja, auf der x-Achse haben wir den y-Wert gleich 0. Zusätzlich wissen wir aus der Aufgabe weiter oben, wo steht's? Hier sind die Koordinaten der Punkte Bn aufgelistet und das da, das mache ich jetzt nochmal mit der anderen Farbe, das da ist der y-Wert vom Punkt B. Also wenn das der y-Wert ist und zusätzlich, gehen wir ganz nach unten, y gleich 0 sein muss, dann können wir einfach im Prinzip diese Gleichung nehmen und 0 setzen. Also nochmal, wir haben Bn mit x und 0,25x² minus 2x plus 2. Das hier ist die y-Koordinate und das muss gleich 0 sein. Also gehen wir einfach her. 0,25x² minus 2x plus 2 ist gleich 0. So, jetzt haben wir eine ganz normale quadratische Gleichung, die wir mit bekannten Mitteln lösen können. Entweder man kann einen Taschenrechner benutzen, wer zum Beispiel den Calc Intersection kennt, vom Sharp-Taschenrechner kann den benutzen. Oder ja, jeder Solver kann das lösen, sofern er zwei Gleichungen ausgibt. Oder wer die Funktion Tool Poly 2 hat, kann das benutzen, um entsprechenden x-Werte auszurechnen. Oder ganz einfach, wir benutzen die Mitternachtsformel, also die Lösungsformel für quadratische Gleichungen. Die finden wir auch in der Formelsammlung auf der Seite 10. Und als Voraussetzung haben wir, dass auf einer Seite gleich 0 steht. Ja, ich benutze jetzt die Mitternachtsformel. Also, passt schon, wir haben auf der rechten Seite 0, also können wir sie gleich ansetzen, indem wir zuerst die Diskriminante berechnen. Die berechnet sich aus, ich schreibe es einmal ausführlich hin, b² minus 4 mal a mal c. So, jetzt müssen wir noch herausfinden, was ist es a, was ist c und was ist es b. Ganz einfach, der Faktor a ist immer der Faktor, der vor dem x² steht. Ja, das mache ich jetzt vielleicht noch mit Farbe rein. Also, a ist der Faktor, der vor dem x² steht. B ist der Faktor, der vor dem x steht. Halt Vorzeichen nicht vergessen. Und c ist der Faktor ohne x. Jetzt müssen wir nur simpel einsetzen. Also für b setzen wir ein minus 2 in Klammern zum Quadrat. Minus 4 mal. Für a kommt 0,25. Und für c plus 2, also mal 2. Das können wir jetzt ganz normal im Taschenrechner eingeben oder auch per Kopfrechnen ausrechnen. Und dann kommt raus, die Diskriminante ist 2. Was sagt uns die Diskriminante aus? Wenn sie positiv ist, bekommen wir zwei Lösungen raus. Wenn sie 0 wäre, wäre nur eine Lösung. Und wenn sie negativ wäre, hätten wir keine Lösung. Ja, aus der Aufgabe wissen ja, wir ja, es muss ein B1 und B2 und B3 geben. Von so her passt es ganz gut. Weiter geht's mit der Lösungsformel. x1, 2 ist gleich, jetzt kommt der große Bruchstrich, minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Gleiches Spiel wie vorher, ja, was ist mein b, was ist mein a, die Diskriminante d habe ich ja gerade ausgerechnet. Also setze ich ein, für x1 gilt gleich, so nehme ich den ersten Weg mit plus, minus, so mein b war minus 2, plus die Wurzel aus 2 geteilt durch 2 mal 0,25. Das kann man jetzt gleich in den Taschenrechner eingeben, das schafft auch jeder Taschenrechner. Und dann kommt raus ein Wert von 6,83. So, das ist unser erster x-Wert. Damit können wir gleich sagen, B2 ist 6,83 0. Ja, den y-Wert kennen wir sofort, weil wir ja hier oben gesagt haben, der y-Wert muss immer 0 sein, da er auf der x-Achse liegt. So, ob das jetzt der B2 oder B3 ist, ist eigentlich
vollkommen egal. Es steht nicht in der Aufgabe drin, wer wer ist, nur dass wir die x-Koordinaten berechnen müssen. So, x2 lässt sich fast auf gleiche Weise berechnen. Wir haben wieder minus 2, minus, minus 2. Jetzt die negative, also die Subtraktion anwenden. Also minus die Wurzel aus 2 geteilt durch 2 mal 0,25. Wieder einen Taschenrechner eingeben und dann erhalten wir einen Wert von 1,17. Also hat der Punkt B3 die Koordinaten 1,17, 0. So, das war es auch schon. Heißt ja in der Aufgabe, bestimmen Sie die Koordinaten der Punkte. Also bitte unbedingt beide Koordinaten angeben, die x- und die y-Koordinate. Und das haben wir hier unten ja gemacht. Und damit wäre die Aufgabe im Prinzip gelöst.